Absatz 6 des Artikel 85 hier beantrage ich Ihnen, dass wir diesen gemäß geltendem Recht beibehalten, weil die Bewilligung für die Erwerbstätigkeit von vorläufig aufgenommen dort erteilt werden soll, wo der Gesuchsteller wohnhaft ist. Dies ist bürgernah, sinnvoll und unbürokratisch. Bezüglich 7a des Artikel 85, eine Anmeldung, die Kollegin hat es schon ausgeführt, zu einem Sprachkurs kann unmöglich als Nachweis der Fähigkeit und des Willens zum Erlernen der Sprache dienen. Es ist unseres Erachtens zwingend, sich in einer der am Wohnort gesprochenen Landessprachen verständigen zu können und eben auch unterhalten zu können. Bezüglich 7 bis, hier bitten wir Sie, den Absatz 7 bis wie folgt zu formulieren: Bei ledigen Kindern unter 12 Jahren findet die Voraussetzung nach Absatz 7 Buchstabe D keine Anwendung, denn auch hier kann von dieser Voraussetzung abgewichen werden, wenn wichtige Gründe nach Artikel 49a Absatz 2 vorliegen. Es geht hier um einen Grundsatz, wir möchten das Alter hier eben auf 12 Jahre senken. 85a Absatz 1 bis 6 oder 85a grundsätzlich, am liebsten wäre es uns hier natürlich, wenn Sie diesen Artikel 85a streichen würden, also mit uns gehen würden. Wenn nicht, so bitten wir Sie mindestens im Absatz 1 festzuhalten, dass vorläufig aufgenommene Personen in ihrem Wohnsitzkanton eine Erwerbstätigkeit ausüben können, aber nicht in der ganzen Schweiz. Diesen Passus möchten wir streichen, sondern müsste der Kanton auf ein Gesuch hin gemäß Absatz 2 die Erwerbstätigkeit bewilligen. Es sollte nicht nur die Erwerbstätigkeit gemeldet werden müssen. Der Arbeitgeber muss ein Gesuch und nicht eine Meldung, eine Erklärung beilegen, dass er die in diesem Absatz verzeichneten Bedingungen kennt und dass er sich verpflichtet, sie einzuhalten. Die Absätze 4, 5 und 6 würden gestrichen. Das Wort für Ihre